Ich grüße dich. Ich hoffe und wünsche mir, dass es dir gut geht. Heute hatte ich innerhalb einer Stunde drei ganz spezielle Begegnungen mit Menschen. Und ich fragte meine Lichter, okay, was soll das? Meine Lichter sagten, Susanna, setz dich hin, mach ein Video. Es ist eine Botschaft für alle. So fühl dich ganz herzlich willkommen zur Botschaft des Lichts. Also, die Begegnungen waren folgendermaßen. Ich ging mit meinen Hunden spazieren. Ich habe kaum das Haus verlassen, ging über meine Straße hier, als ich sah, dass jemand oben stand, in der obersten Wohnung auf dem Balkon und hinunterschaute. Ich grüßte ganz freundlich. Er schaute zurück, kein Wort, schaute mich und die Hunde sehr verächtlich an. Du verstehst so diese Energie. Dachte, okay. Dann ging ich weiter die Straße. 5 Minuten später kam ein älterer Mann mir entgegen und sagte, was ich hier will. Da habe ich gesagt, ja, wie, was ich hier will? Ich gehe mit meinen Hunden spazieren. Er sagte, das geht nicht. Hier darf niemand durch mit einem Hund, die haben hier gar nichts zu schnüffeln. Dann habe ich gedacht, okay, der regt sich nicht mal auf über irgendwelche Hinterlassenschaften, die ich sowieso aufnehme, sondern er ärgert sich schon, dass der Hund schnüffelt. Ein riesen No-Go. Okay, so ging ich meines Weges weiter und wieder kurz darauf sah ich nach hinten und sah einen Mann mit einem Kinderwagen. Ich nahm die Hunde zu mir, so dass er vorbeikonnte, denn er war eindeutig schneller unterwegs als ich. Er machte an mich einen riesen Bogen und ich schaute ihn so an und dann sagte er, ich habe hier gar keinen Platz, um durchzugehen. Da habe ich gedacht, okay, also jetzt habe ich innerhalb von ganz kurzer Zeit diese Begegnungen. Und ich fragte meine Lichter, was soll das? Was ist das Thema? Ist das Corona, weil die Menschen wütend sind, aggressiv sind? Und meine Lichter haben gesagt, nein, nein, es geht um was ganz anderes. Es geht um das Thema Toleranz. Es geht darum, was ich dulde und was ich nicht dulde. Und es wurde mir einfach aufgezeigt, dass es Menschen gibt, die sich ab den kleinsten Sachen ärgern können, sogar ab schnüffelnden Hunden. Und das macht sie schon wütend, dass irgendetwas geschieht, was sie nicht wollen. Also wollen sie mich, der erste Mann, verächtlich. Er wollte mich quasi herunterstufen, indem er mich seine Missgunst spüren ließ. Der zweite Mensch ließ mich durch seine Worte spüren und der dritte sagte genau, um was es geht, was das Thema dahinter ist. Ich habe hier keinen Platz. Also, diese Menschen wollen mir den Platz wegnehmen. Und das geht jetzt nicht explizit um mich, sondern es geht um uns alle, wo wir uns fragen dürfen, wo wollen uns Menschen den Platz nehmen, nur weil sie nicht einverstanden sind mit dem, was wir tun, was wir denken, was wir sagen, weil wir vielleicht ein bisschen anders sind und für sie das ein riesen No-Go ist. Und das ist das Thema dahinter und da möchte ich dich ganz, ganz stark darauf aufmerksam machen oder auch die Lichter selbstverständlich, ich möchte dich ganz, ganz stark auf das aufmerksam machen. Lass dir nicht deinen Platz auf dieser Erde nehmen. Wir alle wissen, es ist schon, weiß Gott, schwierig genug, manchmal seinen Platz überhaupt zu finden. Also lass diesen Platz, den du für dich schon gefunden hast, um Gottes Willen, lass dir den nicht nehmen durch andere Menschen, indem sie dich dominieren wollen, indem dass sie dich rausekeln wollen, indem dass sie dich ignorieren, was diese Ego-Palette alles beinhaltet, diese Werkzeuge dieser
Menschen, ich bitte dich, lass dir nicht deine Meinung nehmen, nicht deinen Platz und schlussendlich bitte, bitte auf gar keinen Fall dein Licht, denn du weißt, wir alle brauchen jedes Licht auf dieser Erde. Unbedingt brauchen wir das und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du diese Botschaft bitte verstehst. So möchte ich dich gerne dazu ermutigen. Was kannst du tun? In solchen Momenten arbeite ich sehr gerne mit dem Element vom Wasser, denn das Wasser ist sehr klar, es ist sanft, es ist stark und vor allem macht das Wasser etwas nicht. Es geht nicht in den Widerstand, sondern das Wasser sucht sich einen anderen Weg. Du verstehst, das ist der Weg. So möchte ich dich wirklich dazu ermutigen. Schau hin, wo hast du das Gefühl, dass man dich wegdrängen will, aufgrund von dem, von was du bist, deine Überzeugungen. Und wie ist der Umgang damit? Flucht ist nie eine Lösung, kann mal eine sein, aber auf Dauer bitte nicht, sondern ist lediglich der Umgang, den wir damit ändern dürfen. So, es war mir eine Freude und Ehre, dass du dir Zeit genommen hast für dieses kurze Video. Wenn du denkst, das Video könnte auch andere Menschen unterstützen, inspirieren, unterhalten, so freue ich mich sehr, sehr übers Teilen. Möchtest du mehr Informationen erhalten von mir, von den Lichtern, so lade ich dich ganz herzlich ein, in meinem Telegram-Kanal diesen zu abonnieren oder in meiner kostenlosen Broadcast-Gruppe. Du findest alle Angaben unten, habe ich alles reingeschrieben. So, wie gesagt, ich danke dir sehr und fühle dich einfach umarmt, geliebt und gesegnet und nur das Beste für dich, mein Licht.